Arbeitsalltag unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr von dem aus anderen medizinischen Bereichen, denke ich mal. Also ich bin auch noch gar nicht so lange hier. Aber vor 2 Jahren fing der Arbeitsalltag eigentlich auch damit an, dass man sich erstmal eine Übergabe angehört hat und dann die dringenden medizinischen Probleme versucht hat zu klären. Dann gibt es natürlich auch bei uns Visiten, eben mit dem multiprofessionellen Team. Von daher, da dauert es dann auch immer ein bisschen länger. Was vielleicht bei uns ein bisschen anders ist als in den Akutkrankenhäusern, ist, dass Gespräche halt einen deutlich größeren Raum und zeitlichen Bereich auch einnehmen, sowohl im Team, da brauchen halt, dauern die Visiten halt ein ganzes Stück länger. Und dann ist das auf der Station Lichtblicke halt so, dass da auch ja, relativ regelmäßig, zweimal am Tag, ausführliche Familiengespräche stattfinden, die dann eben entsprechend auch jeweils eine Stunde dauern, sodass das halt viel Zeit einnimmt, was aber auch richtig ist und auch sehr interessant ist. Und auch aus dem Ärztebereich kommen wir halt aus unterschiedlichen medizinischen Ecken. In meinem ersten Leben war ich Anästhesist und entsprechend kümmere ich mich hier dann auch manchmal halt um Sedierungen für diagnostische Eingriffe oder wenn in dem neu geschaffenen OP Lichthafen halt Eingriffe sind, bin ich nicht der Einzige, aber mache ich da natürlich auch gern die Narkosen und kümmere mich ums Drumherum oder wenn es halt um Zugänge geht, venöse Zugänge, um halt entsprechende Medikamente, je nachdem in welcher Phase zu verabreichen, wäre das auch einer meiner Schwerpunkte. Ja, also welche Haltung man haben muss, man sollte halt primär ein Menschenfreund sein und Interesse dran haben und eine starke Motivation zu helfen, sich auf Dinge einzulassen oder vielleicht andersrum. Womit man hier, denke ich, Probleme hätte, ist, wenn man denkt, man ist der tolle Helfer und drängt sich den Familien auf und mit einer ganz bestimmten Vorstellung, dass es so und nicht anders zu laufen hätte. Das wird, denke ich, ziemlich sicher in die Hose gehen. Und das wird hier auch hochgehalten und ich finde zu Recht, dass man halt primär unterstützend tätig ist, halt Hilfe anbietet. Jeder halt aus dem Bereich, aus dem er kommt, um halt die Eltern, die Familie in dieser Extremsituation möglichst optimal zu unterstützen, ohne da aber irgendwas vorzuschreiben oder zu sagen, dass das könnte jetzt aber anders laufen. Wir sind halt primär unterstützend. Der Tod ist eigentlich nicht unbedingt allgegenwärtig, also zumindest ist er nicht präsent. Überwiegend erlebt man hier eigentlich sehr viel Lebensfreude. Und das nicht nur auf Seiten der Leute, die hier halt arbeiten und hier die Kinder und Familien versorgen, sondern ganz deutlich auch auf der anderen Seite. Und das ist das Schöne auch hier an der Arbeit. Davon war ich auch anfangs sehr überrascht, weil aus dem Erwachsenenbereich kenne ich das halt, wenn es da Leuten schlecht geht, dann ist das eigentlich eine ganz zentrale Frage, um die gedanklich die Angehörigen sehr kreisen. Hier erleben wir die Angehörigen häufig als sehr ambivalent. Also ich meine, dass man auf der einen Seite halt häufig die Eltern erlebt, dass die halt natürlich bei ihren Kindern nach jedem Strohhalm greifen und im Internet unterwegs sind und etablierte und auch weniger etablierte Therapien sich anschauen und Beratungen dazu wünschen. Und auf der anderen Seite, wo man dann denkt, meine Güte, die Eltern nehmen das Kind ganz anders wahr als wir jetzt hier vom Team. Andersrum kann das halt sein, dass die Eltern durchaus zum Beispiel schon die Beerdigung mit dem Kind geplant haben und ganz genau wissen, wie es dann laufen soll. Und das läuft halt parallel. Aber das, was wir halt so wahrnehmen und was, glaube ich, was dem Kind gegenüber auch ausgedrückt wird, ist halt ein
sehr viel Hoffnung und ein unglaublicher Lebenswille. Naja, und dadurch halt auch ganz viel Lebensqualität, die bis zum Ende hier zu spüren ist. Ja, und wenn denn mal, was auch für mich überraschend, sehr, also selten ist, aber klar, sterben auch bei uns Kinder. Das läuft halt total unterschiedlich ab. Das ist so individuell, wie die Leute auch sind. Also das kann man gar nicht sagen, wie. Da gibt es halt kein Schema, das man dann abspult. Unser Job gerade im medizinischen Bereich ist halt, sich um die Symptome zu kümmern, dass die Kinder keine Schmerzen haben, keine Luftnot, dass man halt Ängste der Kinder oder auch der Eltern anspricht, mit den Eltern drüber spricht, wobei da prima die anderen Professionen, also die Psychologinnen und Psychologen, dichter dran sind. Aber das ist halt total individuell. Da gibt es nicht den typischen Verlauf. Wenn ein Kind dann doch hier stirbt, ist das Schöne im Vergleich zu anderswo, dass man halt wirklich Zeit dafür hat und Raum. Wir versuchen uns, wenn das halt absehbar ist, auch möglichst zurückzuhalten, also den Eltern und Angehörigen halt möglichst viel Zeit mit dem Kind zu lassen und möglichst wenig zu intervenieren, sondern halt nur wirklich, wenn es um Symptomkontrolle geht, dass man dann halt die Hilfe anbietet. Ansonsten versucht man aber so das ja halt schon mehr oder weniger lange bestehende Systemfamilie halt so zu lassen, wie es ist und möglichst wenig von außen zu intervenieren. Den Eltern wird also ausreichend Zeit und Raum geboten, vom Kind Abschied zu nehmen, mit dem Kind Sachen zu machen. Wir geben auch oder können Hilfestellung geben, irgendwas drumherum zu organisieren, wenn das Kind noch irgendwelche Sachen sehen, machen möchte, erleben möchte. Ist das erstaunlich, was hier vom Team dann noch und von den Familien vor allen Dingen halt möglich gemacht wird. Ja, und wenn das Kind dann verstorben ist, dann ist es auch anders, als ich es in meinem ersten Leben im Akutkrankenhaus kennengelernt habe, halt wirklich so, dass den Eltern noch über den Tod hinaus die Zeit gegeben wird, im Zimmer dann auch mit den Angehörigen Abschied zu nehmen, ganz wie es gewünscht ist. Vor allen Dingen das Team, das ist halt wirklich ein sehr gut funktionierendes Team, was es einem leicht macht, sich hier einzufügen. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man auch nach Hause kommt und da so ein bisschen Erdung durch die eigenen Kinder und durch die Familie, durch die Frau erfährt. Das läuft auch ganz gut mit der Erdung, da ist man ganz schnell wieder im Alltag. Ja, und was halt hier auch besonders ist, ist, dass man einfach auch mehr über die Patienten und über das, was einen beschäftigt, reden kann. Ich komme immer wieder auf mein altes Leben zurück, im Akutkrankenhaus. Das ist halt hier schon ein sehr entschleunigter Alltag. Das ist nicht so, dass wir hier die Füße hochlegen. Hier ist genug zu tun und man hat genauso den Eindruck, dass man mit der Arbeit nicht fertig wird. Aber die Gewichtung ist einfach eine andere und hier werden die Probleme, die man als relevant sieht und die Familien als relevant sehen, denen wird auch deutlich mehr Zeit eingeräumt und das ist sehr, sehr angenehm.